Before everything starts, I would like to give the word to the director of the university, who also has prepared a special word for you. And then afterwards, while waiting while the next speaker arrives, I want to ask everyone who wants to have the cask for having the translation, we have them outside. Thank you. Thank you very much. My name is Stéphane Pallage, and I'm the rector of the University of Luxembourg. It is a real pleasure to have you with us today. This is a special week. One day we might not need a Pride Week, but in 2022, we do. We need a Pride Week to say we care. We need a Pride Week to say we care about sexual liberty. We care about the LGBTIQ plus community. We need a Pride Week to tell our students and staff that it is okay for them to accept whatever difference they have, and that we will accept it as well. That there is a place for everyone, regardless of their sexual or gender identity, in our community. We need a Pride Week to show support to all those in the world who are deprived of sexual freedom and who fight for it on a daily basis. And we need a Pride Week as a celebration of the liberty we enjoy as a nation. We also need Pride Week to remind us that there is also a very personal fight associated with accepting one's differences and access the liberty of the nation. In 2011, so that's 11 years ago, our son Laurent told my wife and I that he was gay. He trusted us for what was probably the most important disclosure of his entire life. He had confidence, trust, that our reaction would be a positive one. Montreal, where we live or lived, is a very open city. Since his coming out, Laurent has been living a very fulfilling life. But whenever he travels with his partner, he faces simple reminders that acceptance is not generalized. I remember walking with him on Fifth Avenue, New York City, in 2017, and actually facing disapproving glances at his kissing his partner on the street. Even in New York, the world is vast, and the acceptance level is on a large spectrum between Riyadh and Montreal. In some countries, Laurent would face the death penalty for just being himself. The truth is that many gay people do not have the safe space experienced by Laurent in our city of Montreal. That safe space, the safe space to be gay, to be bisexual, to have a gender of oneself, that safe space to be oneself, it is our duty as a community to provide it to everyone. So let us have no tolerance for intolerance. Let us work on ourselves to remove even our most subtle inner biases. As director of this university, I want our campus to be that safe space for every single member of our community. I cannot stay with you. I would have loved to participate to the entire day, but it turns out that we have a conflict of events. Today is also the summer party for all our staff, and we expect 800 people. So it's going to be a very festive afternoon and evening. But it was very important for me to come to say hello and welcome, and to reaffirm the university's values, among which inclusion is a very important one. Thank you very much, and have a wonderful day.
So thank you, dear director. Now, before we get started, everyone who would like to have their translation kit, please go upstairs and pick up your kit. So afterwards, when Eric arrives, we can start the first session. Thank you. Salut Eric. Ça va? Ah ouais. Pas trop de trafic. Mais dans ce cas, on peut adapter le oui. J'ai un lecteur DVD, on peut essayer. C'est génial. Das wusste ich auch nicht, weil ich nicht wusste, ob ich das schaffe, vorher zu sehen. Du kommst da auch drin vor, ne? Um dich zu warnen. T'aimerais bien. Is everyone back already? I see some missing faces. In the meantime, I would like to welcome our first speaker,
Dr. Eric Schneider. I have to be careful now what I say. Are you the director of the ETGL or? We have no director. No director. Well, anyway, one of the most prominent people here in Luxembourg working for ETGL, Inter and Transgender Luxembourg, who will be very happy to share with you today some of his experiences, some concerns maybe, up for you to discover. So all for all of you, give a warm welcome to our first speaker, Dr. Eric Schneider. Das ist das Mikro, ne? Ja. Okay. Gut. Ich die Höhe einstellen. Ja. Guten Tag, verehrte Damen und Herren und all jene, die nicht von Dame oder Herr betroffen sind. Die möge es vielleicht hier auch geben. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ich möchte anfangen, einmal mich zu bedanken bei Rosa Letzeburg für diese Einladung. Wiewohl Rosa Letzeburg weiß, meine kritische Haltung gegenüber dem Konzept LGBTIQ plus whatever. Und trotzdem, es wagen, mich einzuladen, das hat schon eine gewisse, ja, Mut, kann man vielleicht sagen. Rosa Letzeburg weiß um die Diskriminierung innerhalb von LGBTI in Luxemburg, zu den massiven Sachen, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Und trotzdem haben vor allen Dingen Andy Ma und Laurent Bouquet, den ich an dieser Stelle da auch danken möchte, immer wieder den Kontakt zu uns gesucht und den nicht abgebrochen, sodass es überhaupt heute denkbar ist, dass ich hier stehe. Dass es trotzdem einige Herausforderungen gibt, das wird an meinem Vortrag deutlich werden. Und ich erwarte überhaupt nicht, dass da irgendwas geteilt wird an Meinungen, aber ich hoffe auf eine Debatte, auf einen Austausch und vielleicht auch auf ein Verstehen, dass manches doch auch eine andere Perspektive verdient als das, was gemeinhin so verkauft wird, bin ich geneigt zu sagen. Ich möchte aber anfangen, fairerweise, mit einer Triggerwarnung. Dieser Vortrag kann von Cis-Personen, also Menschen, die sagen, oh ja, das Geschlecht, was mir so bei der Geburt zugewiesen wurde, das passt für mich. Für die Person kann das, unabhängig von ihrer sexuellen oder und affektiven Orientierung, kann der Vortrag als verletzend empfunden werden. Das ist überhaupt nicht meine Absicht, aber es kann dazu kommen. Ich mache diese Erfahrung immer wieder in Fortbildungen, dass Leute irritiert reagieren oder eben auch ablehnend reagieren und das persönlich nehmen, wiewohl das nicht persönlich gemeint ist. Und das eben sehr häufig Lesben und Schwule, also Personen, die sich sehr mit dem Konzept LGBTIQ plus whatever identifizieren, verbunden fühlen. Vergleichbares gilt aber auch für Menschen, die mit diesen Konzepten sexuelle und affektive Bildung arbeiten oder Gesundheit arbeiten oder die Gender ganz fantastisch lieben oder Angehörige der Presse, die habe ich detektiert als ähnlich kränkbar wie meine eigene Berufsgruppe, die Ärztinnen und Ärzte bzw. PsychiaterInnen und Psychiater oder eben andere Interessierte und Engagierte aus Politik und Gesellschaft. Da sehen wir sehr viel Engagement. Und all diese Menschen, all sie könnten verletzt sein, das möchte ich, wie gesagt, nicht auf der persönlichen Ebene, ich will niemanden verletzen, aber wenn sie sich da selber zuordnen, haben sie die Gelegenheit, bitte vorher den Saal zu verlassen, um sich dem einfach nicht auszusetzen, weil ich weiß, was es heißt, verletzt zu werden. Ansonsten betrachte ich meine ärztliche Aufklärungspflicht ihnen gegenüber als gegeben. Wenn sie bleiben, ist das ganz ihre Verantwortung. Gut, um wen geht es? Zum einen geht es um Personen und hier mal eine Definition allein für diesen Vortrag. Ich spreche nicht für diese ganze Veranstaltung, die habe ich nicht organisiert, sondern das ist eine Definition. Es gibt eine Vielzahl von Definitionen, wir haben unsere Gründe dafür, das ist aber heute nicht das Thema. Transpersonen als Angebot sind Menschen, deren bei der Geburt zugeordnetes Geschlecht von ihrer geschlechtlichen Selbstwahrnehmung abweicht.
Wir übersetzen natürlich ständig, deswegen habe ich es für die Übersetzenden versucht, ein bisschen leichter zu machen und gleich die englische und französische Version mitgegeben. Vielleicht noch ein Hinweis an die Übersetzenden. Ich weiß nicht, ob Sie eine rote Karte dabei haben. Ich rede manchmal ein bisschen schnell und ich kenne dieses Phänomen so zu zeigen, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu schnell. Also machen Sie sich kenntlich, verschaffen Sie sich, ich sehe eine Hand, Gehör sozusagen oder Gesicht. Gut, also wir haben eine sehr spezielle Art, bestimmte Begrifflichkeiten zu wählen, aus gutem Grund, aber auch das hat heute hier erstmal keinen Raum. Generell kann ich Sie einladen, sehr vorsichtig zu sein mit Begriffen, mit der Verwendung von Begriffen, Definitionen und Konzepten. Geschlechtsumwandlung ist so einer der Klassiker. Wenn eine Transperson selber das für sich verwendet, ist das völlig in Ordnung. Generell ist es aber ein Begriff, der erstmal fachlich absolut absurd ist, aber auch den Punkt nicht trifft. Wunschname, Wunschgeschlecht sind genauso unzutreffend und werden oftmals als verletzend erlebt. Bei dem zweiten Bereich Bereiches innerhalb des Vereins Intersex Étrangers de Luxembourg sind intergeschlechtliche Menschen und hier eine Definition, die wir eben von Ihnen übernommen haben. Wir haben ja in Luxemburg bis heute keine sichtbaren Interpersonen und was wir machen ist, wir sprechen nicht an ihrer Stelle, sondern wir suchen den Konsens. Alles, was wir zum Beispiel organisieren, machen, publizieren, ist immer in Abstimmung mit Ihnen und wir finden auch Ihre Definition. Interpersonen oder Menschen mit Variationen der Geschlechtsmerkmale, hier auch schon gleich die französische und englische Übersetzung mit im Angebot, entsprechen die körperlichen Geschlechtsmerkmale nicht einem Geschlecht nach medizinischen Normen wohlgemerkt. Variationen sind unter anderem auf verschiedenen Ebenen möglich, Chromosomen, Keimdrüsen, also Eierstöcke, Hoden, Genitalien, Mengenverhältnis der Hormone, aber es gibt noch andere körperliche Kategorien. Auch hier Vorsicht mit der Terminologie. Wenn eine Person sich selber als Herm, als Zwitter, als Hermaphrodit und so weiter bezeichnet, davon spricht, ist das in Ordnung. Wir, die wir es nicht sind, sollten sich mit solchen Begriffen zurückhalten, sie nicht verwenden. Das heißt also, wir beschränken uns auf Intersex, intergeschlechtliche Person, Interperson und das reicht in der Regel, um das Thema, wenn wir es dann sichtbar machen wollen, aus welchen Gründen auch immer, ohne Anwesenheit von Interpersonen, das dann eben so auch anzusprechen. Gut, dann bin ich mit einem Titel angekündigt worden, der mir fremd zugewiesen wurde und was ich ja häufig bei Fremdzuweisungen, das begleitet mich sozusagen mein Leben, mache. Ich lehne ihn ab. Das ist nicht der Titel, den ich eingereicht habe. Den Titel, den ich eingereicht habe, ist LGBTI. Denkt mal darüber nach. Und diese Äußerung ist ein Zitat von Silvia Rivera, die 1973 im Rahmen einer, man könnte es sagen, Pride-ähnlichen Veranstaltung, Vorläuferform, das Wort ergriffen hat. Und ich hier mal einige Auszüge aus dem, was sie gesagt hat. Ich versuche schon den ganzen Tag für eure schwulen Brüder und Schwestern im Knast hier aufzukommen, die mir jede verdammte Woche schreiben und euch um Hilfe bitten. Und ihr tut nicht das Geringste für sie. Wurdet ihr jemals im Knast verprügelt und vergewaltigt? Denkt mal darüber nach. Sie wurden verprügelt und vergewaltigt, nachdem sie einen Großteil ihres Geldes im Gefängnis ausgeben mussten, um nach Hause zu kommen und um ihre Geschlechtsänderung zu bekommen. Frauen haben versucht, ihren Geschlechtswechsel zu kämpfen oder Frauen der Women's Liberation zu werden. Ich habe im Gefängnis gesessen. Ich wurde vergewaltigt und verprügelt. Viele Male. Von Männern. Von heterosexuellen Männern. Aber habt ihr etwas für mich getan? Nein. Du sagst mir, ich soll gehen und meinen Schwanz zwischen den Beinen verstecken. Ich lasse mir diese Scheiße nicht gefallen. Ich wurde verprügelt. Man hat mir die Nase gebrochen. Man hat mich ins Gefängnis geworfen. Ich habe meinen Job verloren. Ich habe meine Wohnung verloren für die Schwulenbewegung. Und ihr behandelt mich alle so? Was zum Teufel ist los mit euch? Denkt mal darüber nach. Wut. Unsägliche Wut angesichts von tiefer Frustration, von Verzweiflung, von Hilflosigkeit und Trauer gegen einer schwulen und lesbischen Majorität, die Transpersonen ablehnt.
Untätigkeit ob des unsäglichen Leides von Transpersonen, insbesondere in den Gefängnissen. Ich kann Ihnen zwar sagen, diese Wut ist noch immer da. Seit über 49 Jahren ist diese Wut da. Und sie geht nicht weg. Wer war sie, Sylvia? Wofür kämpfte sie? Als Veteranin des Stonewall-Inn-Aufstandes von 69 war sie eine unermüdliche Fürsprecherin für diejenigen, die von größeren Bewegungen zum Schweigen gebracht und missachtet wurden. Ups, das scheint mir sehr aktuell zu sein. Ihr ganzes Leben kämpfte sie gegen den Ausschluss von Transgender-Personen, insbesondere von farbigen Transgender-Personen, aus der größeren Bewegung für die Rechte von Homosexuellen. 1963 lernte sie Marsha Johnson kennen, eine afroamerikanische Drag Queen und Aktivistin, die ebenfalls gegen Ausgrenzung in einer Bewegung für Rechte der Homosexuellen, ihren Geschlechtsausdruck nicht akzeptierte, kämpfte. In den 1970er Jahren geriet sie häufig mit führenden Vertretern der Schwulenbewegung aneinander, die zögerten, Transgender-Personen in ihre Lobbyarbeit einzubeziehen. Die Gay Activist Alliance, die als Reaktion auf Stonewall gegründet wurde, lehnte häufig die Rolle ab, die Transgender-Personen, die mehrheitlich farbig waren, bei dem Aufstand gespielt haben. Rivera kämpfte auch gegen den Ausschluss von Transgender-Personen aus dem Sexual Orientation Non-Discrimination Act in New York. Ausgrenzung von Transpersonen durch einige, aber in Machtpositionen befindliche Lesben und Schwule ist noch immer ein aktuelles Thema. Erhebliche Auseinandersetzung zwischen jenen Schwulen und Lesben, die Transpersonen und deren Sichtbarkeit in ihren Reihen ablehnen. Sie finden bis heute statt, inzwischen aber meist unsichtbar und nicht besprechbar. Wir hatten ja erst vor kurzem Stonewall, 50 Jahre, was da alles gesagt wird. Das wurde nicht gesagt. Für wen war das also? Was wir sehen, ist Unsichtbarmachen des Einsatzes und Ausschlusses von Transaktivistinnen in sogenannten LGBT-Bewegungen gibt es seit dem Beginn von Stonewall. Diese und weitere transphobe Mechanismen bleiben bis auf wenige Ausnahmen, und da sei diese Konferenz und der Einsatz von Rosa Letzeburg positiv hervorgehoben, werden ausgeblendet. Dies ist eines der zentralen Probleme, weshalb in der sogenannten LGBTIQ-whatever-Community strukturelle Transphobie inhärent vorhanden ist, wirksam ist, jedoch unsichtbar gemacht wird. Abgewehrt wird. Sie darf nicht existieren, also darf sie nicht an- und besprochen werden. Dadurch kann strukturelle Transphobie nicht überwunden werden. Diejenigen, die diese Mechanismen aufzeigen und sie als strukturelle Transphobie benennen, werden unsichtbar und unhörbar gemacht, ihre Arbeit nicht zur Kenntnis genommen. Wer da mehr Beispiele haben möchte, kann sie gerne hören, die kann ich liefern. Diese Mechanismen des Ausschlusses und des Unsichtbarmachens erfolgen nicht nur innerhalb von der sogenannten LGBTIQ-Community, auch Politik und Presse beteiligen sich dabei in Luxemburg. Außerhalb auch, aber wir reden über hier. ProfiteurInnen dieses Konzeptes, sind jene, die seit vielen Jahren sehr viel Geld, Stellen, weitere strukturelle Ausstattung für ihre Projekte bekommen, teilweise Geld, das für Transanliegen gedacht haben. Hier mache ich zugegebenermaßen einen Schwenk nach Deutschland. Die gesellschaftliche Aufmerksamkeit durch teils wirklich einseitige Pressearbeit, zum Beispiel am Idaho-Tag. Idaho und Pride sind für uns fürchterliche Zeiten. Ist die Unsichtbarmachung pur und die Fremdbestimmung pur. Ich komme da noch drauf. Was sind jetzt Bedürfnisse von Transpersonen? Auf Inter werde ich weniger eingehen, weil wir, wie gesagt, keine Interperson hier haben. Kann ich aber gerne auch was zu sagen, wenn der Bedarf besteht. Ansprechend mit dem als passend erachteten Vornamen und Verwenden des entsprechenden Pronoms wie auch Verwendung der entsprechenden Anrede bereits vor offizieller Änderung von Vornamen und Geschlechtseintrag durch das Justizministerium. Entsprechende Änderung des Vornamens auf Ausweisinstrumenten wie SchülerInnenkarten, betriebliche Ausweise, E-Mail-Adressen und so weiter auch vor der offiziellen Änderung.
bedürfnisorientierter Umgang mit geschlechtssegregierten Räumen bei Klassen oder auch anderen Gruppenfahrten. Wachsamkeit gegenüber individueller und struktureller Transphobie mit Nulltoleranz, wenn diese auftritt. Eigene Räumlichkeiten, personelle, finanzielle, strukturelle Ausstattung. Seit Jahren arbeiten wir auf höchstem Niveau, werden respektiert auf internationaler Ebene. Der Kommissar für Menschenrechte hatte unseren Bericht, den wir für den Europarat 2013 geschrieben haben, hervorgehoben als Major-Instrument. Den finden Sie hier nicht. Hier finden Sie lauter LGBTI-Berichte, die ständig rauf und runter zitiert werden. Keine Zwangszuordnung zur Kategorie LGBTIQ und so weiter, solange eine Person dies nicht ausdrücklich für sich gesagt hat. Was ich beobachten ist etwas, was ich etwas provokativ Trompetentum genannt habe. Und ich habe, weil ich sehr häufig mit Übersetzenden zusammenarbeite, auch gleich Übersetzungsangebote gemacht, definiert mit einem Definitionsversuch, was sich zeigt, dass es gar nicht mal ein transspezifisches Thema ist. Wenn Menschen anstelle von anderen Menschen sprechen, um die es vermeintlich gehen soll, ihre Anliegen unerwünschterweise vertreten, sie beforschen, ohne über das hierfür notwendige Wissen und Verstehen zu verfügen und ohne explizit darüber dazu gebeten worden zu sein. Das ist Alltagserfahrung. Von vielen Transpersonen, von vielen Interpersonen, aber auch von anderen Personen. Diese Techniken, Mechanismen werden darüber hinaus von Cis-Personen, ich beziehe mich jetzt mehr auf unseren Bereich, angewandt, die in den Bereichen sexuelle und affektive Gesundheit oder Bildung tätig sind, wie auch die sich als SpezialistInnen von Gender betrachten. Allen gemeinsam ist darüber hinaus, dass sie weder zu Cis-Geschlechtlichkeit arbeiten, was mal interessant wäre, noch zu Heterosexualität. Was glauben denn, was cis-geschlechtliche Menschen verstehen können, wenn sie über ihr eigenes Sein nicht mal Bescheid wissen oder mal darüber nachgedacht haben? Und das sehen wir auch. Es kommen hier und da und dort Verkürzungen raus. Zudem fehlt in Luxemburg derzeit weitgehend konkrete Arbeit zu Homophobie und Möglichkeiten des Entgegenwirkens. Alle stürzen sich auf Trans, weil man da ja was machen kann. Die sind sichtbar. Ups. Uiuiui. Was ist das jetzt? Sehr spannend, dass das jetzt ausfällt. Alle stürzen sich also auf Thema Trans. Was wir aber wissen, ist gerade Lesben haben einen ganz schwierigen Stand in Luxemburg. Aber ich will auch nicht anstelle von Lesben sprechen. Was wir auch sehen, ist eine hohe Diversität von Selbstzuordnungen von Transpersonen. Bei Kindern ist es relativ einfach, die ordnen sich meist binär zu, als Trans erst, wenn sie mitkriegen, ihre Eltern machen das und das macht einen Sinn. Sie könnten daraus einen Vorteil haben. Bei Jugendlichen ist das sehr breit. Und einige ordnen sich auch dem LGBTIQ-Konzept zu, andere nicht. Die können es, aber sie müssen es nicht. Auch bei Erwachsenen haben wir eine hohe Heterogenität an Selbstzuordnungen und vielfältige Worte, um dies zu beschreiben. Das heißt, von einer gemeinsamen Community auszugehen, bei denen alle etwa die gleichen Bedürfnisse haben und Bedarfe haben, fördert keine Inklusion, denn dem ist so nicht. Weitere Begriffe, die ich immer wieder von cis-geschlechtlichen Menschen höre, wenn sie zeigen wollen, sie seien ja so kompetent in Transfragen, Coming Out, Transition. Das machen aber gar nicht alle Menschen, ein Coming Out und eine Transition. Wir hatten Nori Anfang Juni in Luxemburg, ein Mädchen, die ist jetzt 14, war seitdem sie 11 ist, hilft sie uns ja so ein bisschen hier im Land voranzukommen. Und die war schon immer Mädchen. Und die erste Zeit ihres Lebens war sie damit beschäftigt, in das Hirn ihrer Mutter reinzukommen und zu sagen, nix mit Junge, da hat ja jemand was Falsches geflüstert. Aber die hat nie ein Coming Out gemacht und die wüsste auch nicht, wo sie rauskommen sollte. Und transitioniert ist sie nicht und sie hat auch nicht vor zu transitionieren. Sie ist Mädchen und lebt als Mädchen und fertig ist die Laube. Also vorsichtig mit solchen Begriffen. Nochmals, wenn eine Person das für sich selber verwendet, prima. In manchen Kontexten mag es vielleicht noch sinnvoll sein,
aber sicherlich kein Terminus, wo cisgeschlechtliche Menschen in der Verwendung ableiten sollten, sie würden wissen, was trans ist. Diese Konzepte und Begriffe spiegeln meist eine verkürzte Sichtweise auf trans wider, von Erwachsenen und eben meist cisgeschlechtlichen Menschen. Wobei wir sehen diese Verkürzungen auch innerhalb der Trans-Szene. Keine Trans- oder Interperson, die dies nicht ausdrücklich erklärt hat, gehört zur LGBTIQ-whatever-Community. Die Anwesenheit eines Trans-Kindes in einer Familie macht diese Familie nicht automatisch zu einer Regenbogenfamilie, wenn sie sich nicht selber dazu positioniert hat. Was wir sehen, und jetzt habe ich ein bisschen aufgegriffen aufgrund meiner Erfahrungen, LGBTI-Imperialismus. Auch hier ein Definitionsversuch und wir können gerne danach hart diskutieren darüber. Ressourcenerwerb und Ausbau von Macht und Einfluss gerichtete Politik, eine auf Ressourcenerwerb gerichtete Politik unter dem Gesichtspunkt des wirtschaftlichen und machtpolitischen Einflusses für Lesben und Schwule, mehr Schwule als Lesben, bei gleichzeitiger politischer und wirtschaftlicher Unterdrückung von Trans- und Interpersonen und ihren Anliegen. Das haben mir auch sehr viele Interpersonen bestätigt, dass das ihre Erfahrung ist. Dabei sehen wir drei Mechanismen, die sind ein bisschen entlehnt aus der Kolonialismusdebatte: Imperialismus inklusive Formen der informellen Steuerung von bestimmten Art und Weisen des Denkens, konkreter Gruppen, LGBT-Lobbyismus, ich sage nur ILGA Europe, die sind für mich so das perfektionierte Beispiel dieser Form des Lobbyismus. Fremdherrschaft, die dadurch charakterisiert wird, dass kolonialisierende und kolonialisierte Gesellschaften unterschiedliche soziale Ordnungen aufweisen und auf eine eigene Geschichte zurückblicken. Die Transgeschichte ist weitgehend noch nicht erforscht. Vorstellung seitens der Kolonisierenden, beide Gesellschaften durch einen unterschiedlichen Entwicklungsstand voneinander getrennt sind. Transpersonen können sich nicht für sich alleine sprechen, wir müssen ihnen da helfen. Müssen sie nicht. Was interessant ist bei diesen Diskussionen, wenn ich immer mal in die Gelegenheit komme, mich kritisch zu äußern, versuche verschiedene Sichtweisen, bei einer Gelegenheit war das so, dass eine Person sagte, ich habe es wie ein Déjà-vu, also ich habe das Gefühl, ich bin im Parallelfilm. Als wenn ich das Ganze schon mal gehört habe. Und später sagte sie dann, ja, also dieses Aufdringen von Konzept ist, als wenn mir eine weiße Frau sagen möchte, wie ich mich zu fühlen habe, als nicht weiße Frau. Und da dachte ich, ups, da hat ja jemand was verstanden, keine Abwehr. Und ich selber, als ich da mal die Gelegenheit hatte in Brüssel, die Gelegenheit hatte bei Diskussionen zu Kolonismus und Erfahrungen zu hören, dachte ich, die reden die ganze Zeit über unsere Situation. Das heißt also, wir haben was auch interessant ist, dass Menschen mit Kolonialismus-Erfahrungen sich sehr schnell in unsere Situation reinversetzen können. Aber auch Menschen, die beispielsweise Personen, die ähnlich gegen Medizinapparat und so weiter anlaufen, beispielsweise autistische Personen. Da hatten wir ja eine Veranstaltung zu und es war frappierend, die Überlappungen von autistischen Personen und Transpersonen. Blöd sind die dran, die beides gebucht haben. Sie haben es natürlich nicht gebucht, sondern die beides haben. Gut, was haben wir noch, was gibt es noch zu sagen? Es gibt eine Ausstellung, die eine oder andere Person von Ihnen gesehen haben wird. Und auch da können wir sagen, da wurden wir nicht dran beteiligt. Wir schreiben Trans immer klein, weil Trans ist, wenn überhaupt, ein kleiner Teil eines Menschen. Wenn die Gesellschaft das nur ordentlich dramatisiert, ist der Teil natürlich größer. Asterisk verwenden wir überhaupt nicht. Das ist überhaupt kein Zeichen von Inklusion, im Gegenteil. Das ist eher hinderlich und führt zu einer Pseudo-Inklusion. Also an den Texten lässt man immer erkennen, was die Haltung der Leute ist und was wir dann sehen in Praxis, dass sie sich aber um Transbelange gar nicht, erstens nicht auskennen und gar nicht wirklich darum kümmern, nämlich da, wo sie etwas tun könnten oder müssten. Und Angebote für intergeschlechtliche Menschen gibt es bereits seit 2012, nicht erst seit der Verein gegründet wurde.
Relevante Stellen waren Konferenzen, gut, die wurden formal genannt, den Bericht, den COE-Bericht, der wie gesagt von Nils Musniks als Major-Bericht bezeichnet wurde, und andere Veranstaltungen, Publikationen. All das sind aus unserer Sicht nennenswerte Dinge. Dann haben wir Informationsbewegung und Beratungsstrukturen für Peers aufgebaut, für Familienangehörige, für Interessierte, machen Ausweiterbildung, politische Arbeit, international machen wir sehr viel. Wir haben wesentlich daran gearbeitet, dass das Gesetz von 2018 so entstanden ist, wie es entstanden ist. Wenn Sie international ein bisschen gucken, dieses Gesetz ragt immer noch heraus, weil es auch für sehr, sehr junge Kinder die Namenspersonenstandsänderung ermöglicht. Das wird komplett unsichtbar gemacht. Daher ist es aus unserer Sicht angemessen, ein weißes Feld zu machen, was Trans- und Intergeschichte in Luxemburg betrifft. Ein weißes Feld als Sichtbarkeit unseres Widerstandes gegenüber Trans-Interwashing, gegen die Vereinnahmung von anderen, für andere Zwecke und für andere Personenkreise. Auch wenn dies nicht immer böswillig gemeint ist oder sogar in den wenigsten Fällen böswillig gemeint ist, findet es statt und zeigen von Unkenntnis und fehlendem Respekt unserer Arbeit und uns gegenüber. Wenn Sie kein weißes Feld lassen würden, hätten wir da noch ein anderes Angebot. Ein Panneau, jetzt fehlen mir schon die deutschen Worte, lieber an Abwesenheit als Scheinsichtbarkeit und Paternalismus. Das würde es gut zusammenfassen. Und wer noch eine Randnotiz machen möchte, damit das besser verständlich ist: solange strukturelle transphobe Mechanismen nicht beendet werden, Transpersonen nicht konsequent und alleinig zu ihren Anliegen gehört und ernst genommen werden, über uns anstelle mit uns auf Augenhöhe gesprochen wird und dann gehandelt wird, bitten wir darum, in keiner Form, von wem auch immer, in die sogenannten LGBTI-Geschichte innerhalb oder außerhalb des Landes genannt zu werden. Und unsere Erfahrung ist, dass Abwesenheit manchmal unser letztes Instrument ist, um uns gegen diesen Paternalismus und die Vereinnahmung zu wehren. Weitere Formen der Fremdbestimmung haben wir seit 2014. Die Einführung der Geschlechtsdysphorie in den Abrechnungskatalog oder in diesen Mechanismus der Krankenkasse mit Psychiatrisierung gesunder Menschen, massiven Behinderung im Zugang zu Gesundheitsleistungen, zum Beispiel durch Fehlberatung, durch die Beratungszentren, die hier fürstlichst bezahlt und mit Stellen ausgestattet sind, unangemessene und willkürliche administrative Hürden, die den medizinischen Standards überhaupt nicht entsprechen, fast vollständig fehlendes Versorgungsangebot, insbesondere für unter 18-jährige Personen. Die schädlichen Konsequenzen haben wir bereits 2014 genannt. Schön, dass wir das als neue Entdeckung von Rosa Letzeburg in der Ausstellung gesehen haben. Und wir haben es auch mit dem damaligen Sozialminister besprochen. Es hat nur keine Konsequenzen gehabt bis jetzt. Es hilft keinem Menschen, wenn aufwendige, teure, medienwirksame Kampagnen gestartet werden, dagegen inhaltlich auf dem Terrain nichts passiert und Personen mit ihren Kämpfen und den damit verbundenen Alltags- und Dauerstress alleingelassen werden. Sensibilisierungsmaßnahmen, unsere Regierung liebt es zu sensibilisieren, das ist nicht transspezifisch, das weiß ich. Sensibilisierungsmaßnahmen ohne strukturelle Veränderungen bringt nichts. Deswegen ist es so schön zu sensibilisieren, man kann sicher sein, das ändert sich gar nichts. Wir können bleiben, was wir sind. Entschuldigung, ich habe das jetzt so ein bisschen, also ich lerne kein Luxemburgisch, weil ich das nur deformieren würde. Es macht keinen Sinn. Aber strukturelle Veränderungen ohne Sensibilisierungsmaßnahmen können zu Diskriminierung führen. Wir haben Schulen, die versucht haben, die haben gesagt, okay, das mit den binären Toiletten, das sehen wir ein, machen wir ein, zwei neutrale Toiletten, und was ist, es kam zur Diskriminierung. Die Leute, die das genutzt haben, denen wurde Transe hinterher gerufen und es wurde keineswegs besser für die. Ja? Gut, ein anderes Beispiel, Misgendering durch falsche Anrede durch die CCSS. Also ich zitiere da ein Anschreiben, eine Person hat mir ein Anschreiben zukommen lassen, wo die Person als Madame angeschrieben wird, obwohl die personenbezogenen Papiere im RNPP keinen Hinweis auf einen weiblichen Geschlechtseintrag geben.
Die Person hat dann an die Institution geschrieben, das erläutert und darum gebeten, dass das nicht mehr vorkommt. Die Antwort der CNS, Herr, keinen guten Tag, keine Formel. Laut Personenregister wurde Ihre Matrikel von der Stadt Luxemburg ausgestellt. Für eine Änderung wenden Sie sich bitte dahin. Naja, hat die Person sich an die Stadt Luxemburg gewandt? Die Stadt Luxemburg hat gesagt, bei uns in den Papieren ist alles in Ordnung, da ist kein weiblicher Geschlechtseintrag. Allerdings können wir die Matrikel nicht ändern, weil seit einigen Jahren, der Mitarbeiter konnte mir das ja nicht sagen, aber das ist bekannt, dass die Matrikülnummer überhaupt nicht mehr an das Geschlecht gebunden ist. Sodass eben die Leute, die nach der Zeit auch eine Namenspersonenstandsänderung gemacht haben, keine Änderung mehr der Matrikül bekommen haben. Und das ist eben keine Ausnahme. Es ist weiterhin ein Problem. Gut, nicht nur der Mitarbeiter der Stadt Luxemburg hat da sehr vorbildlich reagiert, es kam dann noch ein Brief und die Person wurde auch noch angerufen, also die haben wirklich keine Mühe gescheut, aber von der Stadt Luxemburg gab es nichts zu tun. Ach, jetzt geht es aber weiter. dann hat die Person geantwortet. Hat der Person geantwortet, dass, wie die Situation ist, auch mit Hinweis, dass es keine Rechtfertigung mehr gibt? Keine Antwort mehr. Jetzt warten wir mal ab, jetzt warten wir noch ein bisschen und dann wird sich zeigen, ob eine parlamentarische Anfrage möglich ist. Wir sind ja vor den Wahlen, ja, ist ja kein unglücklicher Zeitpunkt. Nach den Wahlen hätten wir schlechte Karten, aber vor den Wahlen tut sich vielleicht was oder sich direkt auf die ministerielle Ebene wenden. Aber warum ich das aufgegriffen habe, das ist keine Ausnahme, das gehört zum Alltag. Also wenn die Nummer dann endlich durch ist mit der Namenspersonenstandsänderung, dann geht der Stress weiter. Also Dauerstress nach Änderung von Vornamen und Geschlechtseintrag, weil eine einzelne Behörde oder Mitarbeitende natürlich nicht gewillt sind, sich an die Grundlagen zu halten, wie das RNPP, sondern willkürlich und ohne rechtsverbindliche Grundlage eigene Bedingungen zu stellen, die den Rechtsnormen in Luxemburg gar nicht entsprechen. Immer wieder müssen Leute diskutieren und kämpfen, um ihr Sein anerkannt zu bekommen. Und wir sind nicht zuletzt in einem universitären Zeitraum, da konnte ich mir das natürlich dazu ein Wort auch nicht verkneifen. Auch in universitären und Forschungszusammenhängen betrachten sich cisgeschlechtliche Personen als Expertinnen und stellen sich über Transpersonen und Interpersonen und glauben, sinnvolle Forschung zu betreiben. Wir warten bis heute auf sinnvolle Forschung. Zu sehen sind Teil- und Scheinbeteiligung. Viele der bisherigen Forschungsprojekte sind inhaltlich verkürzt, Ergebnisse spiegeln kaum die Erlebenswirklichkeiten von Kindern und Jugendlichen und ihren Familien wider, entsprechen nicht ihren Bedürfnissen. Es gibt auch seitens der Forschenden ein hohes Maß an Unwissenheit und Unverständnis. Ferner sehen wir immer wieder ein unreflektierter und verkürzter Umgang mit den Begriffen wie Sex und Gender. Kinder und Jugendliche fungieren häufig als Materiallieferanten, Biofutter, mag ich das fast nennen, ohne dass auf ihre Bedürfnisse und Bedarfe Rücksicht genommen wird. Die Ausstiegsrate von Inter- und Transpersonen aus Forschungsprojekten und Unijobs ist deutlich erhöht. Wissensausbeutung und auch gerade hier zum Selbstentfaltung von cisgeschlechtlichen Forschenden und Karrieristen, unabhängig von der sexuellen Orientierung. Das ist universitärer und Hochschulalltag. Und ich hatte es schon genannt, auch in universitären Zusammenhängen, fehlende Forschung zu Cisgeschlechtlichkeit. Aber wir wollen mal was zu Trans machen. Wir haben uns noch nicht verstanden, aber wir wollen über was anderes reden. Fantastisch. Was auch immer wieder Transpersonen schildern, dass ihnen Negativismus vorgeworfen wird. Und ich wäre geneigt zu behaupten, das würde der eine oder andere bei diesem Vortrag auch denken. Nicht selten werden Personen so erlebt. Was sagte mir letztens eine Person? Ach Z, kannst du nicht mal was Positives sagen?
solche Äußerungen, solche und vergleichbare Äußerungen zeigen enorm die Verständnislosigkeit und verletzen immer wieder. Damit häufig einhergehend, dass die Transperson selbst als Problem gesehen wird, nicht die Umgebung oder die Bedingungen, in denen diese Person sich befindet. Dem Dauerstress, dem sie teilweise seit frühester Kindheit ausgesetzt ist, die Verständnislosigkeit, mit der sie wiederholt konfrontiert ist und die wiederholten Ablehnungen, die sie immer wieder erfährt, sei es innerhalb der eigenen Familie, durch Behörden oder auch der LGBTIQ-Community. Die hohe Traumatisierungsgefahr und auch Realerfahrung für Transpersonen, die sich im permanenten Kampf mit gesellschaftlichen Haltungen und Strukturen befinden. Wer da positiv ist, ich habe solche Leute kennengelernt, für die habe ich sämtliche Bewunderung. Die Frage für viele stellt sich, wie da überleben? Womit sind die Menschen konfrontiert? Angst vor Deadnaming, Misgendering, selbst Nachnamens-Personenstandsänderung, Umgang bei externen geschlechtssegregierten Räumen nicht ernst genommen werden. Ich weiß nicht, ob wer von Ihnen die Erfahrung gemacht hat, dass wenn der Platz in Bus und Bahn immer frei bleibt. Das kann gewisse Vorteile haben, das kann ich Ihnen sagen. Aber die Diskriminierung fährt mit. Grenzüberschreitende Fragen. Kann ich mal sehen, wie du untenrum aussiehst? Darf ich dich mal anfassen? Sind keine Ausnahme. Scheininklusion. Toxische externe Einflüsse, was gerade in Deutschland an transphoben Mechanismen läuft, gibt vielleicht einen Vorgeschmack, worauf wir uns hier vorbereiten sollten. Scheinbar besorgtes Nachfragen, wie geht's dir dann? Und dann genervt reagieren, wenn wieder was Negatives kommt. Das ist schwer erträglich. Aber noch unschwer erträglich ist es, damit täglich konfrontiert zu sein. Teil der vielseitigen Alltagserfahrung vieler Trans-Personen und ihrer Familien bringen das Fass immer und immer wieder zum Überlaufen und können zu Isolation, sozialer Desintegration, Gesundheitsproblemen, Schulpersönlichkeitsstörungen und vielem mehr führen und führen auch zu dem Nicht-Ernstnehmen von Autoritäten. Wie sollen wir denn bitte Ärztinnen wahrnehmen, die Angst haben und die immer wieder durch ihr Verhalten deutlich machen, sie wissen gar nicht, wovon sie reden? Wie sollen wir PolitikerInnen ernst nehmen, die seit Jahren, wir haben die jetzt bald zwei Legislaturperioden, betroffen sind, aber nicht handeln? In zwei Legislaturperioden lediglich zwar ein fantastisches Gesetz für die Namenspersonenstandsänderung, wobei wir auch da noch was ändern könnten, aber geliefert zu haben und Interkinder werden weiter verstümmelt, obwohl es ein Gesetzesentwurf rumschwirrt, wenn man den Aussagen auf den Gängen hört. Das ist etwas, was nicht akzeptabel ist. Geschlechtliche Selbstwahrnehmung ist keine Ideologie. Es geht um Authentizität. Der Eisberg mit seiner Spitze spiegelt das Ausmaß der Alltagsdiskriminierung von Transpersonen und Interpersonen, durch viele Cis-Personen der beiden dominierenden Geschlechter und der beiden dominierenden sexuellen Orientierungen wieder. Aber kommen wir zu den Good Practices. Pädagogische, therapeutische und menschliche Grundhaltung, Zuhören, gegenüber ernst nehmen, unabhängig von seinem Alter, also auch schon sehr junge Kinder, und sich selber nicht zum Experten erheben. Jede einzelne Inter- oder Transperson ist die einzig legitimierte Expertin, etwas zu sich zu sagen. Und Cis-Personen sind dann vor allen Dingen nicht sprechen ohne Legitimität, wenn sie nicht explizit ein Einverständnis eingeholt haben und wenn sie nicht nachgewiesenermaßen keine trans- und interkompetenten Personen gibt, die zu bestimmten Aspekten und Situationen sprechen können. In Luxemburg gibt es also keinen Grund für cis-geschlechtliche Menschen anstelle von Transpersonen zu sprechen. Und vornehmste Aufgabe ist es in Bezug auf Inter und andere Personen mit Variationen der Geschlechtsmerkmale und ihre Eltern aus dem Ausland einzuladen. Das machen wir. Das ist verdammt aufwendig. Und mit Interleuten zusammenzuarbeiten ist nicht witzig. Das kann ich Ihnen sagen. Auch wir werden immer wieder von Ihnen verletzt, weil wir etwas tun, was Sie so nicht wollen. Aber wir holen trotzdem immer wieder Ihren Rat ein.
wichtig, und wir werden diese Technik weiterverfolgen, solange bis Intermenschen hier in Luxemburg sich entscheiden, das Wort zu ergreifen. Ob sie das tun wollen, das wissen wir nicht. Ein weiteres gutes Beispiel, und da darf ich auf Nicolas verweisen in dem einen Interview, es war nicht in allen Interviews, wo Nicolas gesagt hat, ich mache es jetzt mit meinen Worten, die Erfahrung einer zum Beispiel abinären, non-binären Person. Meine Erfahrung als junger Schwuler ist eine andere, dann kann ich nicht an der Stelle von anderen Personen sprechen. Das ist eine Form von Sichtbarkeit und eine Thematisierung, die der Sache gerecht wird. Ich habe mir verkniffen, sämtliche andere Publikationen, die ich gesehen habe, draufzunehmen, wo wir sagen, das ist nicht respektiert. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch positive Beispiele. Was wir auch haben, ist ein Beratungszentrum in Luxemburg mit hoher LGB- und Trans- und Interkompetenz, dessen Leitung und Mitarbeitende nicht anstelle von Trans- und Interpersonen sprechen. Wir arbeiten sehr lange mit ihnen zusammen schon und sind sehr positiv begeistert gegenseitig und kommen gut voran. Dieses Zentrum ist nur nicht bekannt, aber es gibt es. Auch in vielen anderen Projekten arbeiten wir mit schwulen und lesbischen cisgeschlechtlichen Personen eng und vertrauensvoll zusammen. Viele Menschen unterstützen uns auch, ohne über uns oder anstelle von uns zu reden. Problem: Ein Tropfen Öl macht bis zu 600 Liter Wasser ungenießbar. Wie sagte Silvia, denk mal darüber nach. Wenn LGBTI ein gelingendes Konzept sein soll, werte cisgeschlechtliche Personen, hört auf, anstelle von Trans- und Interpersonen zu sprechen, zu handeln, sie, über sie und ihre Belange zu entscheiden und nehmt sie ernst. Nehmt uns ernst. Stopp mit den Lippenbekenntnissen. Zweimal jährlich in Luxemburg, Idaho und Pride, plakativ rauszuschreien, ist nicht inklusiv. Wie sagt Silvia Rivera, ihr solltet lieber leise sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben noch Zeit für Fragen oder Anmerkungen. Thank you so much, Dr. Schneider. Messing a bit with the microphones. Maybe if there are any questions, I would like to suggest we take now a small break of 15 minutes. You can all approach Dr. Schneider if you have any urgent questions. If not, I guess you will stay for the rest of the day as well. So you can still talk to Dr. Schneider later if you have any urgencies. Thank you. So we will see each other in 15 minutes.